Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir einen unglaublich schweren Kampf gegen den letzten Normin abgeschlossen, Phönix. Mein Gott, war der schwer. Und ja, wir sind jetzt hier vor Cuts Corner und werden jetzt gegen den Finsterturtle kämpfen und hoffentlich gewinnen. Mit einem verdammten komm schon. Alles Teiler wird er doch nicht out zu schaffen sein, oder? So, ich muss mich noch heilen. Mal gucken, was haben wir denn hier. und stellt sich zurück für die Staatskrankheit. Was ich hier nehmen soll. Nehmen wir das hier einfach. Vielleicht bringt es aber in den Kampf. Und noch einmal wieder bleiben ist auch nicht so doll. Ja, es kommt wieder irgendeine übertrieben epische Cutscene, obwohl es zwei Turtles sind. Genau wie bei Normans. Ich weiß nicht, was dieses Spiel ungefähr damit für Probleme hat, aber okay. Das ist immer sehr merkwürdig. Ja, gucken wir uns die Cutscene natürlich nochmal an. Und ja. Machen wir den auch fertig. なんだこの歌。亀に一族に伝わる古い歌さ。会いたくない亀の呪いを込めた歌さ。会いたくない奴が来てしまってさ。 Mir fällt gerade auf, ist das eine Anspielung an Tales of Xillia 2? Du hast die gleiche Kampfstellung wie ich. Wir sind definitiv Brüder. Das habe ich jetzt erst gemerkt. War auch eine Anspielung, oder? Ist das nicht sogar ein Lied aus Xillia 2? Ich habe keine Ahnung. So, und du bist dann 128, okay. Ich habe zwei Schwerter. Nein, warte mal, das sind keine Schwerter. Sie sehen aus wie Fische. Du hast genau so eine hohe Angriffskraft. Ich kotze gleich, ne? Aber du hast mir nicht so viel abgezogen, meine ich. Du bist gegen nichts widerstandsfähig, das ist gut. Nur mal. Wir machen den auf jeden Fall mehr Schaden als beim letzten Treffen. Aber stimmt das? War das eine riesige Anspielung an Tales of Xillia 2? Ich glaube schon, ne? Der erste Satz von Turtles auf jeden Fall. Wir sind definitiv Brüder. Du hast nicht so eine hohe Abwehr, kann das sein? Doch, anscheinend schon. Ja, ich glaube, hier muss ich auch mit alles Teiler ran, aber der hat schon wieder Angriffskraft hoch. Oh, ich bin müde, geil. Dann kann ich wieder nichts machen. Habe ich verbinden. Der Kampf wird nicht. Ich glaube, den schaffen wir gar nicht, den Kampf. Weil wahrscheinlich legt er wieder so im letzten Moment volle Möhre los. Jetzt machen wir auf Layla. Bei ihrer Form macht den meisten Schaden. Ich will nur einen Ausweichschritt machen, verdammt. Hör auf, immer zwei zu machen. Aber ich scheine ihn ein bisschen mehr im Griff zu haben.
bis jetzt weit mir geblieben. Bitte mal von Xillia 2 die Kampfszenen angucken zwischen Ludger und Julius, um zu gucken, ob das eine direkte Anspielung ist. Aber ich glaube schon, ne? Über die Kampfszene, wenn ich mich irre. Okay, mit alles Teiler müsste halt eigentlich klappen. Er hat bestimmt auch noch eine Mystikart, ne? Ich habe den Kampf voll im Griff gerade. Oh, wie viel wir ihn abgezogen haben. Ich glaube, da kommt gar nicht dazu, eine Mystikart einzusetzen, wenn es weitergeht. Komm schon. Wollte schon sagen, leb dich wieder, verdammt. Erster Versuch. Weig jetzt bloß nicht im letzten Moment. Ernsthaft. Und schon 17.000 oder noch. Aber gut, ich wollte schon sagen, heil dich mal mit deinen Dingen, ja. Zeitdesintegration, was? Das ist ein Angriff von Ludger. Der ist eine Anspielung an Xillia 2. Komm schon, 8000 AP und du lässt dich hier noch abschlachten im letzten Moment. Echt? Weißt du? Komm schon. Aber du bist so gut wie tot. Boah, du willst mich jetzt verarschen. Rose, ehrlich? Im allerletzten Moment musstest du noch verrecken. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Muss der Scheiß jetzt sein? Ich wusste es. Irgendein bescheuerter Grund, ich wusste es. Okay, das ist gerade passiert.
viereckige Brille, AP und Windschreiten. Hat die Musik sich gerade geändert? Ah. Okay, hat irgend so ein Mist passiert. Wegen irgend so ein Mist kämpfen und ich kann den Kampf noch mal neu machen, weil ich will, dass sie ein ganzes Level hier hinterher hängen. Meine Güte. So. Und jetzt? Ich weiß nicht, welchen Tiegel du meinst. Rede mit mir. Mal kommen, Omelett. Kein Skit, okay. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich würde den Part am liebsten jetzt beenden, wenn ich ausgehen den Kampf nochmal machen kann. Ich weiß, es ist kindisch, aber trotzdem. Wahrscheinlich hänge ich dann den Part. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie ich das mache. Jedenfalls beende ich hier erstmal ein Part. Mal gucken, ob ich danach noch irgendwas dran hänge. Oder ob der Part dann einfach so beendet wird. Mal gucken. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und sage tschüss und vielleicht bis zum nächsten Part oder bis zu den nächsten Minuten in diesem Part. Ciao. Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Ich weiß nicht, ob ich dieses Stückchen hier noch am letzten Part dranhänge oder noch mal extra einen Part mache, deswegen ja, mal gucken, wie lange das hier dauert. An den Klamotten kann man schon sehen, was jetzt als nächstes kommt. Und zwar habe ich vor, die God Eater Mission zu machen. Okay. Ich habe die anderen Klamotten hier wieder so normal gelassen. Und ja, gucken wir mal, ob wir schaffen, alle Kämpfe zu machen. 10 Kämpfe sollen wir ja machen, ne? Also gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich wird das nicht so lange dauern, also machen wir halt. Vielleicht werde ich da dran denken, vielleicht nicht, mal schauen. Das heißt, das mal God Eater Action 78. Okay. Ich habe übrigens Rose die neuen Waffen gegeben, und zwar die Herbstklingen, die verdammt gut sind. Vor allem Fokus beim Levelaufstieg, das ist mal geil. Aber jetzt kämpfen wir erstmal. Ich steuere, ich will ein Vorsteuer, ich will. Sorry, ich steuere. Jetzt sind die noch einfach, weil die werden ja glaube ich stärker, ne? Probelle. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Ja, komm her. Ich bin schon meiner Hand verrecken, was zum Teufel? Alter, ich bin 30 Level höher. Ich mache unendlich viel Schaden, ne? Ich schaffe immer noch zu verrecken. Kommt her. Ich glaube, die Aragami sind immer noch, die müssen immer noch auf sich warten, wenn wir jetzt noch so viel Schaden bekommen. Toll. Ich mach den hier die ganze Zeit. Na, ja, das war schon mal. Erste Welle. Gut, weiter. Darf ich einfach lange durchhalten? Spam einfach jetzt immer den Angriff hier, weil er schon auf alle losgeht. Solange die stärker werden, ist auch gut. Das glaube ich mir immer bis zum dritten oder so mal gemacht. On screen. Und auf screen gar nicht. Ich hab den mal so kurz fürs Leveln benutzt. Aber nachher hat er nicht viel gebracht. Aber da habe ich nur, als diese Zombies nicht mehr da waren, in den Spuren. Oh, hallo. Shiji-Drache, ja super. Schwäche Feuer, ja perfekt. Wow, du bist sehr anfällig gegen Feuer. Wow. Das war nur einfach.
Weiter. Es kommt hier schon standardmäßig. Aber ich habe Feuer. Lass du dagegen. Oh ja. Kommt ja gar nicht zum Angriff. Und wie spiele ich nicht auch im Project Cross Zone vor? Da kenne ich ehrlich gesagt auch nur God Eater. Also ja. Das ist mein einziges Wissen, das ich über God Eater hatte. Vorher kann ich das Spiel gar nicht. Da soll es auch schon mehrere Teile von geben. Von zwei weiß ich auf jeden Fall. Weil wir haben die Kostüme von den zwei. Das God Eater 2 sind, glaube ich. Ich kenne nur sonst Soma und Alicia von God Eater 1 aus Project Cross Zone. Aber der ist die dritte Level, ne? Oh, noch mal einer. Hi, was geht? Hier, Tristan. 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 Cool. Ja, wahrscheinlich wieder Urheberrecht Einsprüche. Aber mal gucken. Oh, jetzt wird's gefährlich, oder? Jetzt kommen zwei von denen. Oha. Edna, nein. Na, frisst das. Boah, echt? Boah, echt? Nein, 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 nein! Boah! Lebt mich wieder, hallo! Du bringst uns ja alle um! Lebt mich wieder, was machst du da? Oh, ey. Ihr seid echt die dümmsten KI-Charaktere, die ich je gesehen habe. Die KI der Charaktere aus Tesso waren ja noch nie so vollkommen überragend, aber die sitzen hier echt voll die Kirsche auf den Lauf. Oder irgendwas anderes sagen, wa? Was soll's. Oh, den machst du jetzt. Ich muss zum Angriff kommen, dann seid ihr dran. Nicht, dass ich noch länger aushalte. Boah, was macht ihr denn da schon wieder? Langsam gehen wir ihn damit auch auf Nerven. Wenn jetzt nicht nochmal hier. Den Kampf zweimal, wenn mir einer frech. Also nervt mich das ein bisschen. Ja, schon kommen natürlich am Ende des Projekts jeden Charakter auf Maximum Level ab oder so. Frustat. War noch so einer, ehrlich? Wie bist du denn? Ach so. Ja, jetzt wird so ein fliegendes neues Viech. Zum Teufel, was hat denn für ein Angriff? Der sieht voll geil aus. Oh Mann. Aber Mikler muss noch überleben, wenn es geht. So. Fertig, gut. Ah, wird langsam schwierig hier. Machen wir ganz schnell kaputt haben, bevor wir uns schon wieder auf Nerven gehen. Hält jetzt mehr aus? Oh, nee, nein, nein, nicht betäuben. So lange kam ja mir Haar auf mich. Soll er? Hätte der jetzt mehr aus oder bin ich mit nur ein? Ich glaube, ich bin mit nur ein, ne? Nein, nicht immer betäuben, Jungs. Oh, Kacke. Oh nein.
Alter. Es geht ja irgendwie zu sehr auf mich los. Jetzt könnt ihr ruhig mal auf andere losgehen. Warte, wir uns doch nicht den Angst machen. Und jeder kümmert sich um einen, perfekt. Und auf einmal ist einer hinter mir. Da wäre ich gut um den gekümmert. Das war nicht, wie er euch wieder durch die Lappen gegangen ist, aber okay. Was? Komm hier, tut mir leid, ja. Ich komme her. Alter, wir kommen nur noch diese Viecher hier. Chill mal. Ja, ich glaube, ich muss ja doch irgendwann mal wiederkommen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Wir sind, glaube ich, erst bei der Hälfte und kriegen ja auch die Klasse. Sehr gut. Levelaufstieg. Ach, weiter. Ja, zwei hintereinander. Wir Narren. Eigentlich müsste ich nur den Angriff spammen und irgendwie schafft es immer wieder Rose zu fighten. Ich weiß nicht, wie die das macht. Das ist irgendwie ein Wunder. Ich habe den Kampf gegen den Finstertölzer wiederholt und zwar auf Mittel. Und irgendwie hat die jetzt geschafft, noch öfter zu fighten als im Let's Play. Boah. Wie macht die das? Oh, da schon wieder. Nein. Diese Betäubung geht mir so auf den Nerven. Ich werde die ganze Zeit betäubt. So. Also ist meine ganze Erfahrung weg, wenn ich ihr frecke. Ich glaube ja, ne? Ich weiß doch gar nicht mehr. Wie machst du da eigentlich? Wie macht die das? Ich kann so oft frecken. Nee, auch noch einer, gut. Aua. Ah, ich dachte, das Ding ist eingesetzt. Elfenzirkel. Okay, was weiß ich, wieder angriff nochmal hieß. Okay, schon wieder. Oh, was zum... Dich kenne ich, Vajra, dich kenne ich. Oh, das Project Cross Zone. Wir sagen uns anfällig gegen Feuer, du bist anfällig gegen Erde. Like. Den ich ja noch schaffe, dann... Ja, sehr gut. Ja. Bei Fertjör anfällig gegen Erde. Auf den Kampf lassen wir aber, wenn wir den auch schaffen, aus irgendeinem Grund. Dafür schaffen wir, ja. Sehr gut. Und wir hören ja auf.
Das war mir doch schon ein bisschen zu krass. Wir haben eine erhöht, ja, wegen dem Level Up, ne? Geil. Weiß ich nicht. Komme ich so irgendwie so Level 150 oder so mal wieder und dann schaffen wir das bestimmt. Gut, dann. Wollte ich sagen, ja, mir sind noch viel mehr Anspielungen aufgefallen. Kampf gegen den Finstertöll, zum Beispiel, als er auf diese Kisten da saß, hatte er so ein Liedchen gefeiert, was Julius ja auch immer gemacht hat. Also ja, ist mir dann auch noch so aufgekommen. Die ganzen Attacken, die er eingesetzt hat, waren alles Attacken von Ludgar und Julius. Also sehr gut gemacht. Jedenfalls, ich beende den Part hier. Und mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Ich bleibe mich jedenfalls allerherzlich für Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.